Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake. Und wir haben jetzt hier wieder Anjan an der Leine. Und der möchte gegen Tifa kämpfen. Soll er kriegen. Da bist du ja. Fangen wir an. Klimmzüge. Oh, Klimmzüge. Ich dachte jetzt eigentlich, dass wir wieder Kniebeuge machen müssen. Aber okay, Klimmzüge. Komm. Gleiches Spiel. Darf ich bitten, Mademoiselle? Okay, orientiere dich an den Hilfssymbolen. Oh, das ist schwieriger als vorher. Das ist ja ekelhaft. Sobald die Hilfssymbole verschwunden sind, kannst du dich an Tifas Bewegung orientieren. Okay, ich probier's. Okay. Machen wir weiter. Weiter so. Formvollendet. Ach fuck. Falsch rum. Nein, er hat auch schon 6. Nein, das ist ein Gleichstand. Dammit. Okay, Runde 2. Weiter geht's. So. Jetzt nicht schlapp machen. Form vollendet. Weiter so. Wir liegen voll vorn. Das sieht gut aus. Okay, 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 okay. Das geht noch. Wir haben sicherlich noch eine dritte Runde vor uns. Nee, schon gewonnen. Nice. Gratulation. Yes, geschafft. Ich muss mich geschlagen geben. Tifa. Ich habe... gewonnen? Durch unser kleines Duell scheint sich deine Anspannung gelöst zu haben. Und auch ich habe neue Kraft geschöpft. Danke. Heute werde ich in absoluter Bestform auf die Bühne treten können. Ich habe zu danken. Ich fühle mich wirklich befreit. Hier, ein kleines Andenken. Wer weiß, vielleicht stehen wir ja bald im Honigköpfchen zusammen auf der Bühne. Lustiger Typ. Bin in eher. Nee. Weiß nicht. Super. Wir haben wieder einen Auftrag abgeschlossen. Wenigstens etwas. Dann wollen wir mal gucken. Einen haben wir noch. Zwei haben wir noch. Wir müssen noch die Musik auf die Reihe bekommen. Ah, Moment. Wir haben hier ja hinten auch noch so zwei, drei Wege. Nee. Die wir zwar schon gegangen sind, aber das heißt nicht, dass hier nichts geben wird. Ach, Moment. Hier hinten war auf jeden Fall nichts. Das weiß ich noch. Ja, sage ich ja. Da war eine Kiste. Die haben wir aber schon geöffnet vor ewigen Zeiten. Okay. Hm. Dann lasst mal schauen. Wo könnten wir noch hin? Hier können wir noch hin. Und natürlich in Don Corneos Anwesen. Schauen wir mal. Erstmal. Ah, hier ist auch zu. Dammt. Naja, dann würde ich mal versuchen. Moment. Hier oben waren wir noch nicht. In dieser kleinen einen Ecke. Das wäre zwar ein bisschen zu einfach. Moment. Jetzt laufen wir wieder in Corneos Häuschen. Wir müssen auf jeden Fall die Augen offen halten. Und zwar überall nach Möglichkeit. Ich versuch mal hier lang. Nee. Aber, hey, stopp. Hier war die Ecke, in der wir noch nicht waren. Und ich glaube, hier ist auch eine Kiste. Da kam man nämlich auch nicht ran.
weil da irgendwelche Ganoven wieder im Weg standen. Ja, sag ich doch. Armreif des Magiers. Fein. Endlich wieder kleines Zeug. Aber noch nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Musik. Dann würde ich sagen, ab zu Don Corneos Anwesen. Denn das müsste eigentlich die letzte Anlaufstelle sein, die wir noch haben. In der wir noch nicht waren. Wo wir noch gegebenenfalls ein bisschen Musik greifen können. Einen kleinen Moment, wo laufe ich denn jetzt hier lang? Ne, da lang. So. Wobei, reden wir jetzt mal mit Chatney. Hallo Cloud. Schön, dich wohl aufzusehen. Lass uns neue Materia finden, um diese Situation zu überwinden. Ja, sehr schön. Neue VR-Missionen gibt's nicht. Was können wir denn hier Schönes kaufen? Luft. Luft. Luft haben wir doch schon. ATB-Schock. Das klingt mal interessant. Geringer ATB-Aufladungsboost bei geschockten Gegnern. Das ist cool. Da sage ich nicht nein. Schade. Cloud, was ich ein bisschen. Ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Okay. Ah. Ausgezeichnet. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für Wir haben diese Kampfberichte schon abgeschlossen. Das heißt, wir haben auch wieder neue Materie, die wir noch kaufen können. Ich konnte wieder neue Materie entwickeln. Dachte ich mir fast. So. TP-Absorption, das ist mal cool. Greift der Anwender mit einer verbundenen Materie an, regenerieren sich TP. Geil. Nehmen wir. Feindeskönnen. Oh, Feindeskönnen ist cool. Feindeskönnen, damit kann man Feindtechniken erlernen. Das ist lustig. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Moment. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du... Eine neue VR-Mission haben wir aber nicht dadurch. Nee, haben wir nicht. Schade. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Hätte ja klappen können. Na gut, dann wollen wir mal zu Don Corneos Anwesen. Entzündet mit angebliches. Und vielleicht haben wir da dann auch... Glücklicherweise den letzten Teil. So, diesmal falle ich nicht drauf rein. Festhalten. Ganz schön dunkel hier. Ah. Es wird heller, wenn man reingeht. Lange nicht mehr hier gewesen. Bei dem hässlichen Idioten mit der Pornolocke. Niemand hier. Höchst interessant. Was haben wir denn hier? Einen geheimen Weg? Der führt uns zu einer Kiste. Sehr gut. Was finden wir denn hier? Ein Zornesring. Also ich muss mir irgendwann mal die Zeit nehmen, auch für euch, mir mal nochmal die Ausrüstung vernünftig anzugucken und zu optimieren. Aber im Moment macht es so Spaß, hier rumzulaufen, zu erkunden, dass ich einfach nicht zu irgendwas anderem komme. War da irgendwas? Nee, das sieht nur so aus. Na komm, wandern wir hier mal hoch. Moin, irgendjemand hier? Jetzt aber. Moin. Irgendjemand hier? Nee. Die komischen Gesellen sind nicht mehr hier. Ich dachte, da steht einfach einer ganz still und heimlich in der Ecke rum. Boah. Ist mir fast das Herz in die Hose gerutscht. Na gut. Das ist nicht der Weg, den wir gehen wollten. Zu Corneo selber gehe ich jetzt so direkt noch nicht. Ich schaue mich erstmal hier ein bisschen um. Weil vielleicht verstecken die sich hier irgendwo im Keller oder sowas.
Hallo? Ist hier jemand? Jemand zu Hause? Keiner. Gar niemand. Und hier unten in eurem kleinen Folterkellerchen ist natürlich auch keiner. Ist ja klar. Ich brauche Hilfe. Aha. Stimmt. Da weiß ich aber auch, wie man hinkommt. Und zwar über Don Corneo. Über seinen Büroeingang oder wie auch immer. So. Er soll verschwunden sein. Und trotzdem hat sich hier noch keiner eingenistet. Ihr seid es? Was wollt ihr? Wir suchen einen Weg, um rauf auf die Platte zu kommen. Und dachten uns, Corneo kennt sicher einen. Ich verstehe. Ihr habt Glück. Ich kenne einen. Wirklich? Dann raus damit! Kommt mit. Lassen wir ihn reden. Hä? Was ist das für ein Loch? Hab da unten was zu erledigen. Wenn ihr mir bei der Sache helft, sage ich euch, wie er auf die Platte kommt. Hier geht's doch in die Kanalisation. Was willst du da? Dort ist ein Versteck von Corneo. Da muss ich hin. Du willst uns doch nicht etwa in eine Falle locken. Ihr müsst mir nicht vertrauen. Dann suche ich mir woanders Hilfe. Aber ihr könnt meine Hilfe dann auch vergessen. Okay. Helfen wir ihm. Und wenn er lügt? Töten wir ihn. Klar. Soll mir recht sein. Also gut. Die Details erkläre ich euch unten. Sagt, wenn ihr bereit zum Abstieg seid. Nettes Angebot, aber... Nein. Hier noch nicht. Tatsächlich. Müsst ihr nämlich... Ist hier nämlich noch eine Tür und von dort unten kamen Schreie. Lasst mal runtergehen und gucken, wer sich da die ganze Zeit... Seht ihr? Wer sich da unten versteckt hat. Oh nein, das ist Johnny, oder? Ist doch sicherlich dieser Vollidiot Johnny. Ach, doch nicht. Es ist einer von Corneos Handlangern. Hilfe. Entschuldigung. Bitte. Ihr müsst mir helfen. Ich flehe euch an. Vielen Dank. Auf einmal sind die Typen von Shinra hier aufgekreuzt. Haben was von Verrat gefaselt und dass ich nutzlos wäre. Und mich dann einfach eingesperrt. Na dann, auf Nimmerwiedersehen! Hey! Ah, oh! Sehr gut, eine Materia gibt's zumindest. Chakra. Nee, schade. Das ist immer noch nicht die Schallplatte, die ich haben wollte. So ein Mist aber auch. Ich brauche diese eine Schallplatte. Wo bekomme ich die her?
Kanalisation ist zumindest schon mal etwas Gutes. Aber ich glaube, da werden wir keine Schallplatte bekommen. Ausgang? Da. Wo ist die letzte Schallplatte? Eine dritte Schallplatte brauchen wir noch. Und ich meine, die kann ja nicht so gut versteckt sein. Die letzten waren ja auch nicht so gut versteckt. Ah, ich habe da so eine Idee. An einem der Ausgänge. Wir haben die ganze Zeit nur innerhalb der Stadt gesucht. Aber wie wäre es, wenn wir einfach mal zu einem der Ausgänge gehen und da mal rumgucken? Nix. Nee. Das ist zwar der gute Sam, aber nee. Wie viele Ausgänge waren das? Zwei, ne? Drei waren das sogar. Hier oben gibt's... Nee, zwei. Hier oben gibt's noch einen. Gucken wir da auch nochmal nach. Was war denn vorhin an Cordios Villa los? Ha. Ich glaube, das ist jetzt schon zu weit weg. Würde ich meinen. Moment, gucken wir uns nochmal ganz kurz die Kraft der Musik. Die Schallplatte, die du gefunden hast, haben schon viele Menschen aufgemuntert, versuchen noch mehr Schallplatten zu finden. Wir helfen Menschen in schwierigen Zeiten aufzumuntern. Dann haben natürlich Betty, das Cloud auf den Walmart nach Schallplatten sucht. Okay. Auf jeden Fall im Walmart. Der Walmart ist nur dieses Gebiet hier. Okay, dann wäre, dann ist natürlich Don Corneos Ort natürlich definitiv nicht der richtige. Kann man hier rein? Nee. Aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal ausprobiert. Hier gibt es noch diese eine, diesen einen Laden. Ja, chill mal, Dude. Hey. Du bist voll gechillt, Mann. Aber das ist nur eine Apotheke, also beziehungsweise Materiaverkäufer. Der interessiert mich nicht. Ja, wäre der Walmart nicht so dermaßen verwinkelt, wäre das, glaube ich, auch viel einfacher hier alles. Im Anwesen des Dons gab es eine Riesenkracht. Nee. Nee, hier waren wir ja auch schon. Hier gab es definitiv nichts, beziehungsweise hier hinten um die Ecke gab es schon eine von den Schallplatten. Das heißt, hier wird es garantiert keine mehr geben. Ja. So. Hier war auch noch eine Sackgasse, hier gab es auch nichts. Da haben wir nicht zu. Hier ist Chatney. Chatley, sorry. Was wollten diese Shinra-Gardisten eigentlich hier? Hier waren wir gerade erst. Das Ding hat wegen Umbauarbeiten geschlossen. Hier ist nichts. Da oben ist die gute Betty.
Also ihr dürft mir gerne Hinweise geben, wenn ihr wisst, wo. Ein paar Gil könnten wir jetzt gut gebrauchen. Auf jeden Fall im Wallmarkt. Moment. Warum ist denn hier das Ding so riesig dargestellt? Was ist denn hiermit eigentlich? Waren wir... Moment. Da waren wir nämlich zwar unten, aber wir waren da nicht drin. Wir gucken da nochmal rein. Hier in der Kampfarena. Ah! Moment. Ich höre... Ihr! Mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht. Gegenstände. Kaufen wir das Ding doch. Beeilung, nur noch wenige Stücke verfügbar. Ha, ich glaube, wir haben es jetzt. Angeblich ist Corneo verschwunden. Ja, ja, das sagst du schon zum 50. Mal. Ich hab's selbst gesehen. Diese Gardisten von Shinra haben Corneos Villa gestürmt. So. Und fight on. Tolles Lied. Bei der Melodie fühlt man sich irgendwie ganz tapfer. Wow! Bei diesem Rhythmus gerät mein Blut richtig in Wallung. Ich fühle mich wie ein junger Krieger. Da kann man ja gar nicht stillstehen. Nicht wahr, Junge? Wir beide verstehen uns. Leben ist Leidenschaft. Macht echt Spaß, gemeinsam Musik zu hören. Vielen Dank für die Platten. Gern. Uns hat's auch auf andere Gedanken gebracht. Irgendwann kommt der Tag, an dem unsere Siegesfanfare erklingt. Bis dahin werden wir tapfer kämpfen. Etwa nicht? Super. Na, das freut mich doch hier. Damit haben wir nur noch eine Quest offen und dafür müssen wir so oder so in die Kanalisation. Richtig gut und ich laufe jetzt irgendwie wieder völlig falsch. Einmal zurück. Einmal hier entlang. Und hinauf. Endlich ab in die Kanalisation. Das bringt uns herzlich viel. Und dann können wir Leslie helfen, der da schon ewig und drei Tage auf uns gewartet hat, damit wir endlich mit ihm in die Kanalisation absteigen. Und wir können gleichzeitig noch die letzten Vorräte von Don Corneo ausplündern, wodurch wir dann wieder die Quest mit dem Racheengel abschließen können und damit alle Quests abgeschlossen haben. Nice! So viele Türen. Also dann, ich glaube, wir sind fertig. Dann lass uns absteigen. Seid ihr soweit? Runter in die Kanalisation mit uns. Gut, dann runter. Was ist das für ein Loch? Eine Falltür für ungewollten Besuch. Wie? Da kommt keiner lebend wieder raus. Naja. Zumindest war das bislang so.
Richtig, drei Leute sind da nämlich schon lebend rausgekommen. Nämlich Eris, Tifa und Cloud. Ach ja, Ladesequenzen sind immer so entspannt. Kann man allen möglichen Kram machen. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Ist das nicht ein herrlicher Tag? Oh. Und du sagst uns danach, wie wir raufkommen, ja? Solange ihr euren Job macht? Also ich trau dir noch nicht, Freundchen. Eine falsche Bewegung und es knallt, klar? Dann durchlöcher ich dich wie ein verdammtes Sieb. Teile dir deine Munition besser gut ein. Hier gibt's gefährliche Kreaturen. Alleine würde ich hier nicht rauskommen. Doch mit euch wird das ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns. Ja, das Ärgerliche ist natürlich, dass Don Corneos Schoßhündchen immer noch hier draußen, hier unten irgendwo durch die Gegend läuft. Wir gehen zum großen Kanal an der Grenze zu Sektor 7. Ihr geht vor. Ich folge euch mit etwas Abstand. Ja, na klar. Warum auch? Solltest du hier... Oh, ich glaube, das sah hier vorher auch noch nicht so aus. Wo geht's denn hier hoch? Oder entlang? Ah, hier geht's entlang. Naja, klar, nachdem Sektor 7 runtergekommen ist, ist hier natürlich... hat sich wahrscheinlich hier auch einiges geändert. So, wir müssen auf jeden Fall gucken, wo das war... Ich glaube, hier war Corneos geheime Schatzkammer. Es war nämlich noch vor diesen beiden Dingern hier. Da bin ich nochmal extra zurückgelaufen. Ah, jetzt ergibt natürlich auch diese zweite Treppe da einen Sinn. Diese zweite Leiter hier hinten einen Sinn. Ich hatte mich mal gefragt, warum hier eine war. Auch um die Sage ihn wieder. Oh, die halten aber diesmal ein bisschen mehr aus. Aber ich glaube, ihr hattet ein Problem mit Feuer. War das nicht so? Oh. Sag ich doch. So. Hier war der Gang. Genau, hier konnte man sich nochmal ein bisschen ausruhen. Lohnt sich das gerade überhaupt schon? Naja, ich glaube nicht, aber dann sind zumindest, muss ich keinen Äther schlucken, um die Magiepunkte aufzufüllen. Von daher passt das dann doch schon mal ganz gut. So. Ich glaube, hier haben wir noch keine Musik gesammelt zu dem Zeitpunkt. Deswegen gucken wir doch mal. Oh, doch. Dann brauche ich dich nicht mehr. Dann geht's hier jetzt runter. Und irgendwo hier war dann auch die geheime Schatzkammer von Don Corneo. Das wird nicht lange dauern. Ja, hör auf mich anzublubbern. Was soll denn das? Da schläft Cloud erstmal eine Runde. Ist okay. Ziemlich lästig. So. Blubu. Hauen wir einfach mal weg und auf dich werfen wir mal ganz normal Feuer, um dich dann in Schock zu werfen. Na komm, aufgepfiffen. Wir brauchen keine ATB-Punkte dafür mehr. Weiter geht's. Krabben! Hey! Doch Fertigkeiten, Mutangriff auf die Krabbe.
Autsch. Die Krabbe macht sich hier gerade eben ein bisschen warm. Lass mich überlegen. Ich glaube, auch bei denen war Feuer gar nicht so verkehrt. Gleich nochmal hinterher auf die andere Krabbe. Keine große Sache. Sag ich ja. Doch so viele Gegner. Nochmal Feuer auf Kaiserkrabbe. Warum ist denn jetzt Saharin jetzt getroffen worden? Ist der gerade ins Feuer reingesprungen oder was? So, dann einfach nochmal Feuer Kaiserkrabbe. Oh, das reicht sogar schon. Das ist ja witzig. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sie so dermaßen auf die Klappe bekommen. Raus aus dem Grünzeug. So. Und genau. Hier um die Ecke. Hier müsste das jetzt... Ja, schaut mal. Hier ist eigentlich das Corneo-Symbol. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Aber es könnte sein, dass das hier jetzt dann am Ende dann doch der richtige Weg ist. Und das wäre ja doof. Dann gab es an einer anderen Stelle doch nochmal was anderes. Och, jetzt reicht's hier. Magie, Feuer. Nee. Feuerer. In der Hoffnung, dass die Krabben... Nee, das hat mich nicht gebracht. Feuer! Ja. Weiter geht's. Schluss mit lustig hier. Auf jeden Fall die Sachen hier kaputt hacken. Ether, okay. Was haben wir hier? So, jetzt sind wir hier unten. Ach Mensch, voll im Blubber stecken geblieben. Fertigkeit, Mutangriff. Ach, auf die Wehrratte, voll nutzlos. Aber egal. Tod ist tot. Wobei ich glaube, den ATB-Boost, den sollten wir vielleicht nicht unbedingt den Leuten geben, die... wir hätten da eh lang gemusst. Das ist ja blöd. Den ATB-Boost hätten wir vielleicht nicht unbedingt Cloud geben sollen, sondern vielleicht... Eine Markierung von Avalanche. Hier muss Jesse mit Bits den Generalschlüssel versteckt haben. Lustigerweise habe ich den schon. Wir konnten den beiden gar nicht für die Hilfe danken. Tifa. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich unterbreche eure Unterhaltung nur ungern. Aber auf der anderen Seite ist der Kanal, zu dem wir wollen. Wissen wir doch. Ja, super. Komm, wir werfen uns noch mal kurz Heiltränke. Und genau, Willkommen im Untergrund. Das ärgert mich ein bisschen, dass wir... Ah, da drüben. In der Nähe ist ein Privatdurchgang von Don Corneo. Ja. Ach, das ärgert mich jetzt wieder. Ich dachte eigentlich, dass das hier die geheime Kammer wäre. Hier war aber vorher noch nicht auf. Ihr geht vor und sichert den Weg. Schon klar. Darf ich was fragen? Warum hast du uns damals bei der Brautschau geholfen? Weil Anjan mich darum gebeten hatte. Mehr nicht? Ich weiß genau, wann ich mich besser zu fügen habe. Wie? Los, jetzt macht endlich. Okay, Anjan wird der neue Don Corneo.
scheinbar. Hallo! Erstmal die ATB-Balken erhöhen. Und, oh, ihr steht gerade so perfekt. Da hau ich doch mal auf gerade C. Feuerer. Wie sieht es bei dir aus? Du bist jetzt auch im Schock. Perfekt. Ja, komm. Dann noch einmal kurz ein bisschen Magie. Und Schluss mit der Ratte, mit dem Flattermann. Ah, das sieht nicht so gut aus hier. Wo lang jetzt? Ah, hier ist eine Tür. Wir erreichen gleich Corneos Versteck. Ab hier gehe ich voraus. Sehr gut. Wenn Corneo hier ein Versteck hat... So, erstmal natürlich nehmen wir uns die diese Tränke mit und wir pulvern ruhig nochmal ein bisschen mehr Kohle in die hier in unsere Ausstattung. Ich bin ja super. Ich kann natürlich hier erstmal die drei günstigen kaufen, bevor ich anfange die teuren zu kaufen. Für 75 habe ich nicht genügend Geld dabei. Das dachte ich mir. Für 24, 25, für 25 reicht's. Perfekt. Dann haben wir 50 von denen. Die bringen auch definitiv mehr Lebenspunkte als die Tränke, die wir jetzt aktuell haben. Also legen wir uns hier erstmal, setzen wir uns hier nochmal ganz kurz zum Ausruhen hin. Und weil ich schon fast glaube, dass danach irgendwas Großes kommt, mache ich an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut und wir sind bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 7. Bis denn!